Ja, hallo Leute, und damit begrüße ich euch recht herzlich zu meinem neuen Projekt Let's Play Minecraft. Ich erzähle erstmal ein bisschen. Und zwar habe ich, wo das Game so Beta, gerade aus der Alpha war, da habe ich das Game so übelst gemocht, sau durchgesuchtet und alles Mögliche, kann man sich ja vorstellen. Und dann später, irgendwann, hatte ich keinen Bock mehr und zock's jetzt irgendwie seit einem halben Jahr oder mehr gar nicht mehr. Aber jetzt mit 1.3.1 und 2.3 Updates davor, da ist das Game so übelst geil geworden mit dem RPG-Style jetzt und alles. Und dass man jetzt ein Tagebuch hat und mit den NPCs handeln kann und alles Mögliche, habe ich mir gedacht, jetzt hast du doch wieder Bock, Minecraft zu zocken. Und wenn schon, denn schon, dann machst du gleich ein LP. Und ja, hier bin ich jetzt und klick auf Einzelspieler. Die neue Welt erstelle ich mir und sie heißt ganz unerwartet Let's Play. Wir machen natürlich Überleben, weitere Weltoptionen, Bonustruhe. Das ist ja jetzt auch mit dem neuen Update gekommen, dass man da jetzt halt immer so Anfänge, also eine Spitzhacke oder irgendwas kriegt. Welttyp Standard, super flach, große Biome. Ich glaube, wir machen mal große Biome. Dann dauert es nämlich auch mal was länger, bis wir ein neues finden. Cheats erlauben natürlich aus. Bauwerke generieren an. Ich schätze mal, da sind die XP-Städte, NPC-Städte und so weiter mit gemeint. Ja, die Bonustruhe weiß ich jetzt nicht. Ich lasse die mal aus. Ich weiß nicht, ob das als Cheaten zählt. Weil das wollen wir ja nicht. So, dann welchen Seed nehmen wir denn mal? Weißt du was? Nee, den hat bestimmt schon 1000 Leute gehabt. Ich nehme einfach meinen. Nee, doch. Ja, komm. High-End Zocker LP. Ja, den Seed habe ich nichts gegen, wenn ihr den habt. Das ist, ja, euer Ding. Aber ich klicke jetzt auf Fertig und dann können wir unsere neue Welt erstellen. Unsere Let's Play Welt. Ach ja, genau, das ist voll ungewohnt, dass jetzt der Ladebalken hier nicht mehr angezeigt wird. So, da sind wir. Gut, kein Schnee. Ich wäre ausgerastet, wenn ich jetzt Schnee hätte, weil ich habe sau oft Schnee. Ich meine, wenn man sein normales Haus in einer normalen Gegend stehen hat und dann eine Schneegegend irgendwo auch hat, ist das ja okay, aber wenn man direkt im Schnee spawnt, also ich mag es jetzt persönlich nicht so. So, er baut sich gerade noch auf, ich hoffe die Frames werden noch hochgehen. Aber es könnte sein, dass mal ein paar Lag-Spikes kommen, denn mit meinem gammeligen Rahmen und so übel wie Minecraft mittlerweile Rahmen zieht, das könnte mal Probleme geben. Ich guck mal hier gerade. Da sieht man's. Naja. Es sind nur so ein paar Mikro-Lags, aber egal jetzt. Ich guck mal kurz. Ich würde sagen, damit wir nicht sofort verhungern, mache ich am Anfang ganz kurz auf friedlich, weil sonst verliert man sofort Futter und ich weiß nicht wirklich, wo man so schnell Essen herkriegen soll. Von daher machen wir, bis wir unser erstes Haus so haben, halt, bis wir richtig anfangen zu spielen, machen wir es halt eben auf Peaceful. Und wir holen uns jetzt erstmal was Holz. Und wie lang das LP sein wird, es ist schließlich ein Endlos-Game. Und ich hoffe, dass das auch ein Endlos-LP wird. Halt, solange wie ich Spaß dran habe, mache ich das LP weiter. Und ja, wenn ich keinen Bock mehr habe, heißt das auch nicht unbedingt, dass ich sofort aufhöre. Sondern, dass ich es vielleicht mal pausiere oder so. Aber erstmal noch lange nicht, würde ich sagen. Ich mache mir gleich erstmal eine kurze kleine Holzspitzhacke und hole mir Steine für ein bisschen Werkzeug. Das geht nämlich wesentlich schneller, als sich am Anfang erstmal alles aus Holz zu craften. So.
Übrigens, ich werde zwischendurch vielleicht mal in die Minecraft-Wiki gucken für Crafting-Rezepte. Spitzhacken und so weiß ich zwar alle, aber, ups. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Kuchen machen will oder irgendwas, halt einen Kompass so, was man jetzt nicht alle 5 Minuten baut, dann werde ich vielleicht mal gucken müssen, weil ich 10 Jahre nicht gespielt habe. Also, wie gesagt. Ja. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Ab ins Inventar. Zack, 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 zack. Bumm. Bumm, bumm. Zack. So. Ja. Okay. Ich wollte mir eigentlich gerade nur ein paar Steinchen holen. Und dann stoßen wir hier einfach mal direkt auf so eine Höhle. Unter unserem Spawn. Dürfte so ziemlich unter unserem Spawn gewesen sein. Na geil. Gut, dass wir nicht drin gespawnt sind. Da gibt es nämlich auch einige Seeds. Man könnte ja mal Gargamel bei Seed eingeben. Den kenne ich. Da spawnt man in der Höhle, soweit ich weiß. Und hat dann einen voll geilen Canyon, wenn man rausgefunden hat. Aber das interessiert jetzt gerade nicht, weil jetzt sind wir hier auf dem Seed am Zocken, der halt uns gehört. So, eins, ey, keine Ahnung, was das jetzt war. Wo ist unser Crafting Table? Da. Tut mir sehr leid, wir haben keine Schere, aber brauchen ein Bett. Das heißt, wir müssen 3 Schafe töten, damit wir jeweils eine Wolle kriegen. Ich hätte mir vielleicht erst ein Schwert machen sollen. Mein Gott, dass die so rennen seit irgendeinem Update, ne? Ist ja schon länger, aber das nervt irgendwie schon, ne? So, eine haben wir. Wir spielen ja noch auf Peaceful. Hups. Okay. Koordinationsschwierigkeiten. Ja. Lauf, 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 lauf. Zack, zack. Ah, ne, komm. Zack, zack, zack. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Heben wir eh gleich wieder auf. Da haben wir sie schon. Was ist jetzt los? Aha. Also ich hoffe, mir schmiert das Game nicht ab. Das war ja nämlich früher oft der Fall und jetzt. Also das ist gerade ein wenig komisch. Und ich glaube, die Musik ist was laut und bevor das später wirklich der Fall ist. Tut mir sehr leid, Musik. Aber das kam mir gerade irgendwie laut vor. Vielleicht ist es nicht laut gewesen. Was ist das denn hier? Ah, jetzt scheint es wieder zu klappen. Nee. Also, ich kann die Maus bewegen, aber das Game bleibt hier gerade dauernd hängen. Was das jetzt ist, weiß ich nicht wirklich. Und schon wieder. Also, irgendwas passiert hier gerade. Ja. Guten Tag, Spiel. Ich würde mal sagen, ich versuche die Aufnahme zu beenden, wenn Fraps überhaupt noch reagiert gerade. Nee. Ja, okay, bis gleich würde ich mal sagen. Okay, das kam jetzt gerade. Ich habe vorhin gesagt, ich hoffe, mir schmiert das Game nicht ab, weil genau das ist mir früher auch immer passiert. Ich guck mal eben. Sollte ich mich mal offline einloggen? Ich weiß es nicht. Naja, ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Bis gleich. So, ich habe mich jetzt offline eingeloggt. Also kein Passwort geschrieben, dann auf Play Offline geklickt. Und bin in Wasser gespawnt, wo ich aber nicht aufgehört habe. Das heißt, bei den Lagspikes vorhin bin ich gelaufen, ohne es zu sehen. Und ich hoffe, 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 das passiert uns nicht öfters. Und schön, unser Inventar ist leergeräumt. Ja, geil. Die Sachen sind alle weg, aber unser Inventar ist leergeräumt. Ja, das
Ist ja mal schön. Ja, dann würde ich sagen, auf ein neues. Errungenschaft erzielt. Dreimal auf Holz klopfen. Oh, wie schön. Ah, ich hoffe, die Einstellungen haben sich nicht geändert. Nein, 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 gut. Ach, und jetzt läuft's mit, kann ich auch mal zeigen, schön 30 FPS. Das heißt, war wahrscheinlich Java. Könnte ich fast wetten. Java ist ja so geil. Ich weiß auch nicht, warum die nicht eine eigene Plattform gemacht haben, wo das drüber läuft. Ich meine, das könnte Mojang ja sogar noch nachholen. Müsste man halt beim nächsten Update was mehr laden, aber dafür keinen Java-Bug mehr kriegen. Das ist so nervig manchmal. Also Java, ne? Schon echt geil. Sind wir denn noch friedlich? Gut. Und ich glaube, ich stelle mir das Spiel bald auch wieder auf Englisch. Also ich komme mit Deutsch irgendwie voll nicht klar. Ich hätte jetzt gerade fast peaceful gesagt und dann friedlich gelesen und so, ne? Ja, verstehst du? Weil ich früher ja schließlich immer in Englisch gezockt habe, weil es noch kein Deutsch gab, wo ich es noch gezockt habe. Ach ja, unser Crafting Table war ja noch da. Dank Java. Schon wieder Koordinationsprobleme. Ja, jo. Da haben wir doch. Also ich muss mich erstmal wieder ins Spiel einfinden. So, zack, haben wir sogar mehr als vorhin. Dann machen wir uns jetzt 8 Sticks. Zwei davon verbraten wir für eine Spitzhacke. Das ist jetzt genau dasselbe, was wir vorhin auch schon gemacht haben. Hier haben wir wieder unsere Höhle unterm Spawn. Ob die weitergeht oder nicht, werden wir später noch herausfinden. Also, das ist klar, dass wir das noch machen werden. Und unser erstes Haus wird ganz einfach aus Holz bestehen, möchte ich anmerken. Kann man im Wasser nicht rennen? Ich weiß nicht. Vielleicht nicht, wenn hier so eine Strömung ist. Und ich hoffe, er nimmt gerade auf. Ich guck mal eben. Ja, doch, er nimmt auf. Gut. Ich glaube nicht, dass ihr die Fenster jetzt gerade gesehen habt, aber wenn, ist ja auch egal. Ich habe nämlich mal gerade in meinen frische Aufnahmen umgeschnitten und gerendert Ordner geguckt, so ganz heimlich. Spitzhacke, Schaufel, Axt. Okay, Spitzhacke. Schaufel. Axt. Aber dann fehlt ja noch ein schönes Schwert. Weg mit dir. Okay, es wird Nacht, aber wir haben ja peaceful.